Hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir wieder. Diesmal sind wir mal wieder außerhalb. Matze habe ich mitgenommen. Wir sind hier bei SBS im Industriegebiet in Borkheide mit den beiden Geschäftsführern Sven Sperling und Steffen Weber. Und hier ganz in der Mitte, diesmal hier als Gast, na eigentlich nicht als Gast, du hast ja tatsächlich hier auch Aufgaben, der David Hannemann, seines Zeichens Immobilienmakler. Und was uns hier heute so zusammengebracht hat, das wollen wir euch doch mal nahebringen. Matze, fängst du an? Da fange ich an. Sven, wir fangen bei dir an. Wer oder was ist eigentlich SBS? Ja, die SBS ist angetreten, um ganzheitlich Firmen mit kompletter Elektroverkabelung, mit Schwachstromtechnik und IT-Technik zu versorgen. Und wir sind im gewerblichen Bereich in Berlin-Brandenburg unterwegs. Das können wir ja nur leisten, weil wir in unserer Firma Fachabteilungen haben für Schwachstromtechnik, für Planung, Elektrotechnik und ein eigenes Systemhaus mit angeschlossenen Supportbereichen. Großes Rundumprogramm. Das klingt schon mal gut. Lutze. Steffen, dann nehmen wir dich gleich als Zweiten rein. Sag mal, wer oder was sind eigentlich eure Kunden? Ich meine, ihr habt ja hier so ein Hightech-Haus, da geht man so als normal Otto-Verbraucher, wie ich jetzt bin, nicht hin. Das ist korrekt, ja. Wobei, nicht ganz richtig, ich sage gleich was dazu. Wir haben Kunden, große Bauunternehmen zum Beispiel, Berlin, Brandenburg, für die wir zum Beispiel Kindertagesstätten errichten, Wohnräume errichten. Wir arbeiten viel in Krankenhäusern, vor allen Dingen in Berlin. Wir haben große Lebensmittel- und Baumarktketten, wo wir tätig sind. Arbeiten unter anderem speziell auch für bestimmte Hersteller, zum Beispiel Getränkehersteller. Das ist ein Thema, für die wir arbeiten. Wir arbeiten für fast deutschlandweit für bestimmte Stromanbieter und befassen uns mit moderner Technik, Ladetechnik zum Beispiel, wo wir zum Beispiel deutschlandweit Ladepunkte errichten auf Parkplätzen oder Tiefgaragen. Ihr habt ja ein hochmodernes Gebäude hier, hat ja, mich erinnert das immer so ein bisschen an Google, jedenfalls in meinen Vorstellungen, muss nicht so sein, kann aber sogar viel moderner sein. Seit wann gibt es euch denn? Seit November 2019 ungefähr. Ja. Ist nicht korrekt, 2016 gibt es uns schon, das ist der Zusammenschluss aus der SWP und der Borkum IT, Systemhaus. Aber unsere Firmen gibt es ja schon über 20 Jahre, sind wir schon am Markt und deswegen ist zwar die SBS relativ neu, aber die Techniken oder unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten haben wir schon seit 20 Jahren am Start. Aber den Bau gibt es jetzt offiziell seit? Wir sind eingezogen im Dezember 2019. Ja. Und seitdem arbeiten wir jetzt hier drinnen. Hat noch eine Menge zu tun. Wenn man einzieht, dann ist nicht gleich alles fertig. Ja. Gerade wir haben ja einen Haufen Technik, die hier verbaut und das wächst so Stück für Stück und ein bisschen Forschung und Entwicklung ist auch dabei, habe ich das Gefühl. Mhm. Wir sind noch nicht fertig, aber demnächst. Sven, ja. Bezogen Anfang 2020, was war der Grund für eigentlich für Borkheide doch riesengroße Investition? Ganz einfach. Durch den Zusammenschluss streben wir natürlich an, neue Märkte zu erobern, sagt man so schön, ne? Und unser Standing am Markt zu verbessern. Wir wollen weiter wachsen und wir brauchen Möglichkeiten dazu. Die waren an den alten Standorten einfach nicht mehr gegeben. Wir hatten natürlich überlegt, ob wir irgendwie Richtung Potsdam, Berlin ziehen sollten und könnten. Natürlich hätte es Möglichkeiten gegeben, aber wir sind nun mal zwei Urborkheider und brennen so ein bisschen fürs Lokale und dachten, wenn wir eine Region stärken, dann sollten wir noch unsere eigene Region stärken. Wir haben Interesse daran, Borkheide weiterzuentwickeln und wir arbeiten hier gerne. Und natürlich hat man hier ein paar mehr Möglichkeiten und so ein Gebäude hier im Kontext zur Natur hinzustellen, hat natürlich auch was, ist eine Spannung für die Mitarbeiter, die haben hier tolle Arbeitsplätze und jeder, der uns hier besucht, aus der Stadt kommt, der ist völlig entspannt, man kann tolle Gespräche führen und Projekte entwickeln. Auch in einer geräuscharmen Kulisse, was man ja merkt, man hat hier keine Hintergrundgeräusche. Und ihr habt für Borkheide oder für Interessenten gleich noch ein bisschen mehr Platz gelassen, denn da kommen wir gleich zum Thema Vermietung. Der David als Immobilienmakler, du bist ja auch mit angetreten, um die Truppe zu unterstützen.
Ja, das ist richtig. Ich bin Immobilienmakler in Burgheide und arbeite im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Und durch den Unternehmerkreis, durch den wir uns kennen, bin ich dann sozusagen hier beauftragt worden, hier Flächen anzubieten. Und zwar ist es so, dieses Bürogebäude wird derzeit von SBS zu, ich sage mal, weit über die Hälfte genutzt. Aber es ist auch noch einiges an Flächen verfügbar und darüber können wir sprechen, das kann angeboten werden. Es sind Flächen, die individuell gestaltbar sind, hochmodern, wie wir gehört haben, mit schönem Ausblick ins Grüne, entspanntes Arbeiten dürfte hier gar kein Problem sein. Und ja, wenn es dazu Fragen gibt, wir blenden nachher die Telefonnummern ein. Für die können wir hier schon direkt einblenden, dann haben wir schon mal die ersten Informationen zum Nachlesen. Okay. Darf ich aber noch mal eine Frage? Gibt es denn also irgendwie für Firmen, die sich hier einmieten wollen, irgendwie eine Vorgaben oder in welche Richtung sollte ich? Mein Bäcker wird jetzt hier schlecht reinkommen, ne? Also was gibt es denn da so für Interessenten, die sich dann hier für dieses Haus interessieren sollten, könnten, dürften? Ja, also in der Regel sind es natürlich gewerbliche Mieter, die sich hier interessieren würden. Es sind großzügige Büroflächen, es könnte zum Beispiel ein Ingenieurbüro sein, es könnte ein Architekturbüro sein, andere Branchen, stille Gewerbe in Anführungsstrichen, wären sozusagen die richtigen Mieter. Also keine Lagerräume und andere Sachen sind, also dafür ist es eher dafür ist suboptimal, oder? Denke ich mal. Ne? Dafür wäre es zu schick und einfach technisch auch ausgestattet. Okay, Steffen, komme ich nochmal zu dir. Wir waren ja vorhin schon mal dabei, da hast du gesagt, es wird hier noch, wurde noch viel, wird noch immer noch viel gebaut. Was ist eigentlich so das Besondere hier an dem Gebäude? Das Besondere, wir haben eine ganz besondere Technik gewählt, eine Bautechnik mit viel Beton, wir haben viel Sichtbeton und wir haben zum Beispiel, was die Elektrotechnik betrifft, eine Menge Steuerungssysteme hier verbaut, Bussysteme, für den es etwas sagt. Wir haben hier flexible Kanäle überall drin, sodass wir, wenn ein Mieter kommt zum Beispiel, an die Raumsituation oder an die Arbeitsplatzsituation alles anpassen können. Wir können die also nachbelegen, nach Belieben. Wir haben hier eine tolle Beheizung und Kühlung eingebaut. Wir haben also eine Erdwärmepumpe hier, die das Gebäude komplett versorgt, mit im Winter natürlich mit Energie, also mit Wärmeenergie und im Sommer mit Kühlung und haben sogar eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach, um den Strom dafür zur Verfügung zu stellen. Also wir sind praktisch jetzt autark im Moment und hoffen, dass das auch bleiben. Wir haben zum Beispiel eine tolle Fassade mit großen Fensterflächen, die viel Licht reinlassen, mit einer besonderen Sonnenschutzverglasung, aber auch mit tollen Rollläden, die automatisch gesteuert werden. Wir haben unten im Konferenzraum besonders ein System, was es so am Markt noch gar nicht gibt. Das haben wir so ein bisschen entwickelt mit der Firma Durma zusammen. Das ist eine Glasfaltanlage, die man so von Shoppingzentren kennt. Da können wir unseren Konferenzraum so abschotten oder wir können den abtrennen, praktisch vom anderen Bereich, und können das praktisch das Glas durchsichtig schalten oder auch blickdicht schalten. Im Regelfall, wenn wir das jetzt nicht besonders brauchen für eine Konferenz, ist der Bereich offen, sodass wir ein großes Raumgefühl haben. Was haben wir noch? WLAN nehme ich an. Wir sind ja hier in Burgheide, im Wald. Natürlich, WLAN. Wir haben den Vodafone-Funk oder Telekom von außen nach innen geholt. Praktisch, wir haben hier Verstärker, dass man hier drinnen telefonieren kann. Also nicht so 25 oder 2 Gigabyte Leitung oder so, sondern richtig. Ja, also wir haben schnelles Internet, soweit möglich hier praktisch. Es kann nur besser werden mit den Anbietern. Aber das ist hier natürlich alles vorhanden für die modernen Arbeitsplätze. Mhm. Also sozusagen, wie sagt man es heutzutage, ein smartes Haus. Wir haben ein smartes Haus. Besonderes Zutrittssystem haben wir natürlich noch. Also wenn hier Mieter kommen, gerade für den Coworking-Bereich, die kriegen von uns einen Code praktisch oder irgendwas von Ferne, was wir ihnen schicken können. Dann können sie hier praktisch zutreten zu dem Gebäude, können hier arbeiten, ohne dass hier jemand ist und können sich hier bedienen, Kaffee, Wasser, Toiletten. Wir haben moderne Parksysteme natürlich, wenn jemand mit einem Elektromobil kommt oder mit einem E-Mobil oder mit einem E-Bike oder sowas. Wir haben 10 Ladepunkte draußen vorgesehen, die ebenfalls von unserer Photovoltaikanlage gespeist werden. Ja, also eigentlich ein Rundumkonzept. Ökologischer Abdruck vielleicht noch. Wir haben so eine Blumenwiese draußen. Ist
natürlich schön, wenn man aus dem Fenster guckt. Wir haben nicht bloß Wald hier, alles schön grün, sondern wir haben eine Blumenwiese, wo der Sven gerne noch ein paar Bienenstöcke nächstes Jahr stellen lassen möchte. Mal schauen. Da steckt gerade irgendwo ein Handy. Ja, ja, scheint so. Ja, da hier die Arbeit ruft, wie man sieht. Aber das sind die neuen Medien. Die lassen sich hier auch nicht ausbremsen, auch bei uns. Denn diesmal, heute bin ich es nicht, weil sonst meckert immer mein Handy in die Sendung rein. Ist aber auch nicht schlimm. Ihr seid ja eigentlich so mit eurem Part durch. Dann können wir in Ruhe weitermachen auf die Seite. So ist es. Sven, ja. Was gibt es Aktuelles zu berichten noch? Ja, aktuell haben wir zu berichten, wir haben am 10.9. eine Veranstaltung hier bei uns im Haus. Das ist ein Open House Day zusammen mit dem David, wo wir eben diese Flächen mal zeigen, die wir hier anbieten zur Vermietung, aber auch um uns hier als potenzieller Arbeitgeber präsentieren zu können und natürlich interessierte Bürgerinnen und Bürger hier aus dem Ort und aus der Region mal einzuladen, uns zu besuchen und das Haus mal anzusehen, uns kennenzulernen und vielleicht tritt man einfach in Kontakt. Wir gucken, wie kann man sich vielleicht zusammenentwickeln. Das kurz und knackig. Genau. Wenn man hier durchs Haus geht, das habe ich selber gemerkt, also die Chefs sprechen ja schon eine gesunde Ruhe aus und haben auch immer ein Lächeln auf den Lippen. Und die Mitarbeiter, die ich hier kennengelernt habe, kann ich auch nur sagen, da sieht man keinen rumlaufen, der irgendwie schlechte Laune hat. Die sind alle gut gelaunt, die sind alle gut drauf und ich glaube, das macht auch so ein richtig gutes Team heutzutage auch aus, dass die Mitarbeiter sich einfach richtig wohlfühlen. Mhm. Und was mir dazu noch einfällt, könnte man vielleicht noch mit dazu erwähnen, hier geht es ja nicht nur darum, dass ihr neue Mitarbeiter sucht und natürlich auch Räume vermietet. Ihr seid natürlich auch dafür prädestiniert mittlerweile, wie wir mitbekommen haben, den Kontakt zu anderen Unternehmern zu haben. Dafür gibt es ja immer einmal im Monat, soweit ich weiß, ich darf mal das jetzt so mit verbreiten, ein sogenanntes After Work at Cube, so nennt sich das Ganze. Blenden wir hier nochmal mit ein, wo ihr Unternehmer trefft hier in euren Räumen, die dann, wo sich dann halt Geschäftsbeziehungen anbahnen können. Bist du auch so hergekommen? Nein, wir haben uns kennengelernt über ein Unternehmernetzwerk, was in Potsdam arbeitet. Mhm. Sehr effektiv. Mhm. Und dann haben wir natürlich herausgefunden, dass wir denselben Wohnort haben und sind dann natürlich auch hinsichtlich der zu vermietenden Räume hier mal ins Gespräch gekommen, worüber ich mich sehr freue. Ich weise nochmal darauf hin, auf die Einladung am zweiten Donnerstag im September. Am ersten Donnerstag ist immer. Ach nee, du bist jetzt hier nicht bei After Ja, du bist jetzt hier ja gut, das ist bei Open Day. Also es geht um den Open House Day, Tag, also den Tag der offenen Tür am zweiten Donnerstag im September, also der 10. in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. Genau. Dazu laden wir herzlich ein und würden uns freuen, viele Bockheider und aus der näheren Umgebung und Unternehmer hier begrüßen zu dürfen, um hier dieses tolle Geschäftshaus mal vorzustellen und auch einfach die Firma. Ja, okay. Soweit erstmal in Kürze, würde ich sagen. Also liebe Bockheider, Bockheiderinnen und auch aus der Umgebung, wenn ihr neugierig seid, scheut euch nicht herzukommen. Wie gesagt, am 10.9. zwischen 15 und 17 Uhr seid ihr hier herzlich willkommen. Könnt ihr euch die Räume angucken und glaubt mir, es lohnt sich. Ich war auch schon 2-3 Mal hier und ich bin immer wieder überrascht, was hier investiert wurde, was hier reingesteckt wurde und was es so an Hightech gibt. Für mich manchmal böhmische Dörfer. Ich habe einmal Blick in einen Serverraum geworfen und da dachte ich, nö, jetzt wieder raus. Ich verstehe das nicht, warum da so viele Kabel sind. So viel in Kürze dazu. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass ihr hier zur Verfügung gestanden habt. Die beiden Geschäftsführer hier von SBS und natürlich den David Hannemann als Immobilienmakler. Du magst sicherlich auch mit anderen Sachen außer Geschäftsräumen nämlich stark an. Aber da könnt ihr natürlich auf der Website mal nachstöbern. Matze, sind wir fertig? Genau, die Informationen haben wir eingeblendet zu den Themen, Website etc. Da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Bis später, alles Gute. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Hier aus dem Räum der SBS. Und tschüss. 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 Klappe. Klappe. Das sagt keiner was. Okay. Ja, du fängst ja auch an.